Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 14. Ich bin euer Kommentator, Trainer und Spieler MG Mus mit. So, wir haben hier im Büro schon wieder zwei Nachrichten, die wir uns mal wieder zu Gemüte führen. Aktuelles aus England. Nicht unbedingt was Gutes. Oh, Thoran, er wird für 3 Wochen ausfallen. Das höre ich gar nicht gern. Da muss ich direkt in den Team, ins Teammanagement. Eieiei. So, wen bringe ich denn hier als Innenverteidiger? Ihn hier, so. Hat ja eine Aufwärtstendenz. Würde ich mal sagen. Ja, hat er. So, dann können wir ja hier schon wieder weiter simulieren. So, wenn wir hier mal durchkommen. Simulationen. So, wir haben schon wieder 2 Nachrichten. So, 2 Stück Nachrichten von Spieler Robin Himmelmann. Ich habe momentan viel Spaß am Fußball und ich habe gut gespielt. Deshalb bin ich ein bisschen beunruhigt, dass ich derzeit nur für die Ersatzbank eingeteilt bin. Ich möchte in die Startaufstellung. Philipp Schauner. Trainer, auch wenn ich meine Zukunft bei einem anderen Verein sehe, so möchte ich Ihnen versichern, dass meine Leistungen für diesen Verein nicht darunter leiden werden. Was soll denn das jetzt schon wieder? Da will ich schon wieder woanders hin. Nee. So geht es nicht. Ich lasse mich hier nicht verarschen. Er kriegt einen neuen Vertrag, weil er rummeckert, dass er kein Geld bekommt. Und dann will er nicht. Komm, leck mich. Leck mich. Ich habe einen jungen Torhüter, der will spielen. Der darf jetzt spielen. Scheiß auf Schauner, ohne Scheiß. Da will ich nicht mehr. So, Himmelmann, der hat auch eine schöne Aufwärtstendenz. Der hat Potenzial, mein Junge. Der hat Potenzial. Und der kommt auch noch groß raus, wenn es so weitergeht. Also, Schauner, halt die Fresse. Du kannst mich jetzt mal. Ohne Scheiß. Immer dieses Hin und Her. Einmal so. Dann kriegt er einen neuen Vertrag. Dann will er den auch wieder nicht. So, wir gehen wieder in Weiß gegen Paderborn ran. So, ich führe mich jetzt nicht mehr drüber auf. Es ist ja irgendwo schon lächerlich. So. Dann passen wir uns mal den Ball wieder zu. Ah, der war vorbei. Ja. Egal. So. Paderborn. Da hau mal rein. Da setzen wir wieder unsere Torjagd fort. Jetzt habe ich vergessen, in die Tabelle zu gucken. Weil ich mich so über Schauner aufgeregt habe. Verständlicherweise, oder? Einmal so. Und verkaufe ihn halt beim nächsten Mal. Ist mir doch Wurst. Also bei der nächsten Transferrunde. Eieiei. Nee. So. Wir versuchen hier natürlich trotzdem auch ohne Schauner zu gewinnen, aber das dürfte möglich sein. Würde ich mal sagen, wow. Alter. Darf denn das wahr sein? 2-mal ja scheiß Pfosten, aber dann ist er glücklicherweise doch drin. Alter, zack, Pfosten, zack, Nummer und endlich drin. Leck mich. Geiles Tor, ohne Scheiß. 2-mal den Pfosten so zu treffen. Hardcore. Aber 1:0 sind wir vorn gegen Paderborn. So, da kommen wir doch zur nächsten Möglichkeit. Schön gemacht. Da können wir es heute hageln lassen. Wir versuchen es zumindest hageln zu lassen. So. 1:0 vorn. Tai hat das Türchen geschossen. Zur Info. Falls ich das jetzt in der Aufregung vergessen habe. Über dieses kuriose Tor, muss man schon fast sagen. Die Durchstarter werden besser, muss man sagen. Von den Leuten. Macht vielleicht die Aufstellung aus.
Zum Beispiel dieses Zuspiel macht es möglich. Ja, dabei sind wir so weit gelaufen. Fuck. So, 11 Minuten bereits gespielt, aber wir sind 1:0 vorn. Durch Tai. Durch ein schönes, kurioses Tor. Naja, Meier am Ball. So, Verhoog gibt raus auf Tai. Tai kämpft sich hier, versucht sich hier durchzukämpfen. Muss man jetzt sagen. So, aber Einwurf für uns. So, wenn der Ball mal hier auskullert. So. Na, das gibt's ja nicht. So, Paderborn versucht es hier nochmal gegen unsere St. Pauli-Spieler. So. Nee. Muss denn das sein? So. Gut gemacht. Na, so natürlich nicht. Aber Paderborn denkt sich gerade dasselbe. Der ist einfach zu weit gegangen. So, Himmelmann. Deine Aktion. Hau weg das Ding. So, gut. Bauen wir uns hier wieder im Mittelfeld auf. Türmen uns gegen Paderborn auf. So, Meier läuft hier. Ah, wird gestoppt. Mit einem Foulspiel. Wir kriegen einen Freistoß, so wie es aussieht. So, den bringe ich mal so rein. Zu nah ans Tor. Einfach zu nah ans Tor. Nee, nee, nee. So war das nicht geplant. Na, komm. Was macht ihr hier? Hallo. Hört ihr auf mit der Scheiße? Danke. So, Verhoog wird hier losgeschickt. Mann, wir werden immer vollends ausgedrängt. Wieso sind meine Leute hier so kaputt? Dürfte vielleicht daran liegen, dass das Spiel doch näher da war, als ich dachte. Naja, es schaffen meine Jungs schon. Da glaube ich mal fest an sie. Na. So, Meier. Auf Schindler. So, Flanke kommt, Kopfball. Oh! Aluminium testen heute extrem groß geschrieben bei mir. Also das Tor hält. Also Stiftung Warentest ist durchgeführt. Jetzt reicht's aber. Das Tor hält, was es verspricht. Wusste gar nicht, dass jetzt St. Pauli unter den TÜV gegangen ist. Naja, man weiß so manche Infos nicht. Alter, dreimal Aluminium getestet. Wie gibt's denn das? So, und Paderborn geht dann her und ohne Aluminium zu testen, hauen sie das Ding rein. Das sehe ich jetzt schon kommen. Knallhart. So. Wir suchen uns mal wieder einen Weg durch die Paderborner Abwehr. Die aber doch relativ gut steht. Na, komm. Auf den Flügel hinausgegeben. So, Himmelmann, hält. Oder haut das Ding hier erstmal raus. Gefällt mir. Mann, was soll das? Ah, der war zu lang für Verhoog. Der war echt zu lang. So, Lück dürfen wir mal bitten. Danke. So, kommt schon. So, Paderborn.
versucht jetzt mal über rechts, aber kann genauso gestoppt werden. Mann. Und dann diese Zuspiele in die Spitze. So, komm, Radzkowski, kannst dich durchsetzen. Na, ja, zumindest kein Aluminium getestet, aber war ja auch kein Torschuss. So, wir haben Halbzeit. So, wir liegen 1:0 vorn durch Tai in der 7. Minute. So, ich gucke in den Kader. So, da ist ein Leistungsgefälle vorhanden. Nee, sieht noch so weit gut aus. Man kann noch spielen. So, wir haben Anstoß in der 2. Halbzeit. Und dann gehen wir es hier nochmal ruhig an und versuchen hier ganz ruhig und gemütlich ein Tor zu schießen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Müssen ja immer noch die Statistik hier aufpolieren. So, Kringe. So, haben wir den Einwurf? Nee, sieht nicht so aus. Na, aber jetzt haben wir einen Einwurf. So. So, Flanke kommt. Kopfball. Ach komm, ey. Das 4. Mal Aluminium. Das 4. Mal. Kann das wahr sein? Ach komm, 5 Mal. Das ist doch nicht wahr, oder? Wie oft denn noch? Das ist schon immer im Bereich der Wahrscheinlichkeit, dass das geht. Nicht drüber, nicht daneben. Nee, immer die im Pfosten oder die Latte. Es ist doch... Alter! So, da kämpft Paderborn. So, Himmelmann haut hier gleich den Ball weg. So, komm schon. Schön erwischt. Mann! So, Paderborn kommt hier. Ah, ich glaube, da werden mir Steine in den Weg gelegt einfach. Weil ich jetzt Schauder hier rausgenommen habe. Aber nee, da lasse ich nicht zu. Mann. Da können wir uns nicht durchsetzen. Hilft ja nicht. Ah, verlieren wir den Ball. So, aber Tai holt das Ding. Ah, sind wir wieder abgedrängt worden. So, aber jetzt müssen wir umstellen hier. Oder neue Leute bringen. So. Zentral offensives Mittelfeld. Daube. Für links kommt Bartels. Und für den Sturm Koliklas. So. Fortsetzen. Dann haben wir hier gut umgestellt. Neue Leute hier etabliert wieder. Um wieder vorn, ja, spritziger zu sein. Muss man schon fast sagen. So. So, Bartels setzt sich durch. Flanke kommt. Ah. Nicht hoch genug. So, Paderborn versucht. Aber läuft leider in das Abseits. Kommt vor. So. Leider nicht so angekommen, wie ich das gerne gehabt hätte. So, Paderborn versucht hier wieder Richtung, ja, St. Pauli Tor zu kommen. So,
immer schön in Bedrängnis bringen, sie zu Fehlern zwingen, mehr oder weniger. Eher mehr als weniger. So. Auf Nering. Nering läuft hier schön. Ah. Kriegen wir wieder die Flanke nicht anständig hin. Bartels. Ah, komm, ey. Es war doch nix. Na. Fuck, jetzt ist ausgespielt. So, 75 Minuten bereits gespielt. Ein Haufen mal das Aluminium getestet. Schon abartig oft. So, das geht schon fast mit dem Teufel zu. Oh, da geht er rein! Es gibt's doch nicht. Sind wir so lange vorn und dann so weit. Dann kriegen wir hier das Teil rein. Mann. So, kommt schon. Nicht hier Paderborn kommen lassen. Mann, das war doch nie im Leben Foulspiel. Ah, der macht hier einen richtigen Freistoß draus. So. Egal, Ruhe hier. So, rübergegeben zu Tai. Ah! Wir haben die Möglichkeit, eine Ecke zu versenken. So, huch, ich randaliere hier. So, Ecke kommt. Huch, die war ein bisschen doll. Ah! Torwart ausgemerzt, aber da steht noch ein Spieler auf der Linie. So. Was ist hier los? Wieso wird hier gepfiffen? Ist etwa... Ah, okay. Kurzes Passspiel. So, Kringe. Ah! Das gibt's ja nicht. 4 Minuten Nachspielzeit. In dieser Partie. So, schön. Flanke kommt. Ah, zu... Ja, nah am Abwehrspieler dran. So. Es gibt's nicht. Ohne Scheiß. Ich versteh's nicht. Wir testen 5-mal das Aluminium. Paderborn kommt durch. Zack, haut's rein. Naja, hat nichts sollen sein. Ein 1:1. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao. Bis morgen.